Und herzlich willkommen bei THC's Game Channel. Der Channel mit den kleinen Männern? Ja! Wenn ihr auf kleine Männer steht, bitte in die Kommentare. Und ein Like da lassen. So, kennst du den Weg hier runter? Nein, nein, den anderen Weg. Hä? Ist das die anderen Weg? Was? Die anderen Kontrolle? Ich hab den doch schon gewechselt, der hat dich geladen. Wie, der hat nicht geladen. Komisch. Na klar. Moment, ich muss eben meiner Ma schreiben. Meine Ma geht vor, tut mir leid. Ich muss natürlich laufen. Oh ja, du kennst ja den Weg. Oh! Das hast du extra gemacht. So nach dem Motto, warum fällst du da runter? Ja. Ich glaube, auf YouTube sind die Videos ein bisschen lauter. Glaube ich. Weil Last of Us, habe ich gesehen, ist okay. Ist schon ein bisschen leiser, aber ist okay. Oh. Oh, hier sind doch diese Elefanten-Soldaten, ne? Nein, Einer ist hier. Einer. Doch, einer ist hier. Bardo, unsere Lieblingswaffe. Ja. Eigentlich wird es auch mal langsam Zeit, unsere Waffe abzugraden. Edler Knochenstaub. Das. Die Pots erhöhen, ne? Ich weiß es nicht. ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich jetzt noch durchkomme. Ja. Ich hab 1310. Das ist doch schon lange kein Level mehr. Sind doch schon ein großer Mann. Ja, voll ausgestattet. Wir sind kleine Männer. Eigentlich müssen wir jetzt verbessern. Ja, mir geht nicht. Hier irgendwo ist auch ein Luftzweig, glaube ich. Geh mal hier links in diesem Ding. Hau mal. Oder ich glaube, hier springt ja gleich einer runter. Nee, ne? Dass du mich erst reinrennen läufst und dann sagst du, dass einer runter springt. Oh, da ist einer hinter dir. Oh, oh Gott. Hab ich gar nicht gesehen. Was macht der Typ hier? Weiß ich nicht. Warum ist der Junge? Da. Hier irgendwo brauchen wir einen Duftzweig. Ja, da vorne ist noch was. In dem. Wieso? Ach so. Wir brauchen einen Duftzweig, dann kommen wir doch gar nicht durch. Aber der ist doch hier im Tunnel, oder nicht? Hm? Ein Duftzweig? Hm? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den irgendwo.
Wenn wir Glück haben, sind wir gleich hier bei den Dings. Bitte, das sind keine Gegner, ey. Oh ja, fett. Ach so, ja, okay. Wenn du einen Duftzweig hast, kannst du den wegmachen. Mhm. Da drin ist ein Elefantensoldat. Okay. Und ein Estusflask. Bei dem Bereich habe ich hier so oft gespielt, ne? Schon. Das jetzt nicht bedeutet, dass ich die Stelle hier kann. Weil es ist ja nicht dein Dark Souls. Ist es echt nicht? Behaupten, dass nirgendwo das überhaupt irgendein Dark Souls dein Dark Souls ist. Wir bauen auch ein besseres Schild, wir bauen ein 100% Schild. Noch Pfeile kommen. Ja. Da sind eigentlich noch voll viele Typen, ne? Und die kommen auch voll scheiße durch. Mach die Helligkeit weg. Mach die Helligkeit weg. Das geht nicht um die Helligkeit. Warte mal. Wenn wir es hinkriegen könnten. Was heißt hinkriegen könnten? Ich müsste nur wissen, wie man die Fackel benutzt. Ich google das. Obwohl, nee, man kann das am Bonfire machen. Oh ja, stimmt. Ja, ja, ja. So. Jetzt wird sie ohne Schild. Ach, stimmt auch wieder. Warte mal. Ich zünd das da hinten. Ne? Wo ich oben bin. Ach fuck! Ich muss die erst. Oh Gott, ich muss den erst da unten anzünden, ey. Okay, alles klar. Schon verstanden. Ich muss die erst anzünden. Und von da aus kann man es gleich unten anzünden und dann kannst du so durchrennen. Okay. Das heißt also, ich muss. Weißt du, wo das Bonfire ist? Ich weiß aber, wo der Boss ist. Und wo unser Großschwert ist, was wir unbedingt haben wollen. Mhm. Ich habe nämlich bei meinem ersten Run kaum die Fackel benutzt, ne? Wenn ja. Ich ehrlich bin. Ja. Ich habe das auch voll vercheckt mit der Fackel, dass es überhaupt geht. Ich habe die gar nicht viel benutzt. Musst du auch hier nicht benutzen. Dann sind die Spinnviecher einfach nur ein bisschen gefährlicher. Oh Gott! Wie anzünden? Die laufen sonst gar nicht so weit hinterher. Ja, bevor du hochkommst, kannst du so ein. Die eine Stelle kannst du ja anzünden. Mit der Fackel. Dann brennt die ganze Zeit.
Das heißt, da musst du mit der Fackel nicht jedes Mal vom Bonfire auslaufen, sondern kannst direkt dorthin laufen. Und Spaß halt ein bisschen. Ich schaue mich ein bisschen um. Hier ist richtig, ne? Ich möchte es aber echt ein bisschen heller. Ist das Cheaten? Ja. Ja. Ist es? Ja. Das ist nicht Cheaten, aber Cheesen. Echt? Ja. Heller einstellen, sodass du alles siehst? Ja. Ja? Ja, dann. Danach verlierst du doch die Angst. Oh Gott, was ist das so? Oh Gott, was ist das? Mann! Ich bin schon wieder tot, ey. Moment. Ist aber auch blöd, dass wir nur zwei Estus haben. Eigentlich müssen wir schon vier oder so haben. Die holen wir gleich alle nach. Heute noch. Irgendwann. Ich will unbedingt diesen einen Ring haben, dass man nicht so viel Leben verliert. Oh ja. Dann müssen wir doch hier so eine Glocke bimmeln. Ja, ja. Und dann fährst du mit dem Schiff weg. Und dann kommst du wieder bei den einen und dann. Und wo ist der Boss? Im Schiff? Ja, ja. Wie bei Neo? Im Schiff, ja. Das ist doch dieser Kunde, der sich so dreht. Nee. Dieser siamesische Zwilling sozusagen. Ach so, der. Ach, klar, aber kein. Das ist der. Ja. Wie? Oder wir gehen in dieses andere Gebiet. Mit den großen, der dich so greifen will. Hm? Also mit den großen normalen Viechern greifen wollen, wo der andere Schmied ist. Achso, die. Ja. Bei diesem Turm, dieser Burg. Ja, ja. Und da sind ja diese drei Typen. Aber da brauchen wir doch den Duftzweig, oder nicht? Oder wie war das? Ich weiß nicht, du redest ja ganz nicht von einem Duftzweig. Ich will eigentlich nicht rein. Obwohl. Da war ja ein Ding davor. Hab ich nicht gesehen. Ich aber. Aber vielleicht war es gar nicht der Weg, sondern ein anderer. Nee, ich bin da durchgelaufen. Oder, ich weiß nicht, wie lang gelaufen ist. Keine Ahnung. Ich hab ihn ja nicht gesehen. Aber da, wo ich lang wollte, wo diese zwei Dudes waren. Mhm. Da geradeaus durch und dann links rein, ah nee, nee. Warte, links rein und dann rechts rum. Da war auf jeden Fall. So ein kleiner. Ich weiß nicht, ich nicht gesehen. Oder. Ich weiß jetzt so schon 24 Stunden her. Ich mal den Ring? Welchen? Den du willst? Keine Ahnung. Ach so, okay. Ich hab ja auch viel mehr erkundet als ich. Was? Ich hab ja vorher viel mehr erkundet. Ja, ja. Ja. Also hier renne ich ein bisschen. Dann schlägst du wild um die? Ja, irgendein Gebäude kann man kaputt machen. Witzigerweise hörst du die, ich höre die nie. Der war auch nur ganz kurz. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es einer war. Vielleicht bildest du dir das ein, dass man so viele Holzspiele gesprochen hat.
Ja. Was? Nur ihm ist es egal. Wir können auch Ohrenstein machen. Den können wir auch machen. Wobei, ein Großschwert hätte ich schon gerne, ey. Ich hätte gerne beide. Wir haben jetzt Zugriff auf beide. Wir müssen nur für das zweite 12.000 Seelen einsammeln. Das andere ist nicht davor. Wo denn? Wo ich gerade langgelaufen bin. Aber anstatt rechts, wo ich langgelaufen bin. Weil ich dachte, es wäre schlauer, da irgendwo eine Fackel zu nutzen. Ach, und ich weiß nicht, ob du, wenn du da drinnen bist, die Dinger auch Angst. Weil ich meine, dass das nicht funktioniert mit der Facke, wenn du drinnen bist. Weiß ich nicht genau. Wenn ich drinnen bin? Ja. Aber ich weiß auch nicht. Box dich ruhig hier durch und dann. Ja, sind das zwei Estos drin, oder? Die staggern nicht beim ersten Schlag, das ist voll dumm. Das ist beim zweiten. Was soll denn hier noch mal? Links rum ist gleich einer. Ne? Wo? Hier? Achso, ja. Oh, cool. Also fertig machen, da schieße ich mit Feinde. So, der ist das, okay. Ich hab da schon wieder einen Schlag gehört. Ist hier noch einer oder was? Ich das Feuer vom Lagerfeuer und zünd einfach mal an. Hier? Das da? Mhm. Oder ne, ist gar kein Lagerfeuer, die Tür hat einfach nur eine Fackel. Ups. Fuck! Jo. Einfach 5 Stück. Hier so durchboxen. Ich kann es langsam machen. So erfolgsversprechend sieht das auch nicht aus. Ich versuche es einfach mal einfach ordentlich. Mann! Nee, die Duftzweige sind ja meistens optional. Einen brauchst du halt. Mhm. Aber den einen kannst du kaufen. Die anderen findest du ja alle. Hm.
dein Maul, ey. Irgendwie. Also du holst das Großschwert, dann rüsten wir die Armbrust aus, machen die Glocke und fahren einfach weg. In diesem Gebiet brauchen wir ja nichts mehr. Gut. Welchen Knopf ich hier drücken muss. Wofür? Das ist hier anders. Oder wird's anders? Ich kann auch Pad einwerfen. Ich hab hier eh nicht so gut gefunden. Ja, das ist ja der Hintergrund. Ich hab hier nicht so gut gefunden. Oh shit. Und 10 Geschicklichkeit. Ja. Für einhändig. Ja, aber zweihändig glaube ich jetzt nicht. Ja, ja, aber. Sieht schon cool aus. Obwohl so. Ja, weiß ich nicht. Schon zu oft gesehen, glaube ich. Ja. So. Okay. Schild. Von hier aus dann. Okay. Jetzt kommt das Schiff schon. Ah, okay. Man kann auch das Schiff, die Glocke anschießen. Wo ist denn die? Die ist irgendwo in der Mitte. Achso. Dann können wir uns anschließen, dann brauchst du den ganzen Shit hier nicht. Aber du bist ja eh durchgerannt. Das ist ja dann auch egal, aber. Das war kein Problem, das war. Top. Nein, ich hab den Part schon so oft gemacht. Speedrun, ne? Ja. Hier ist ja auch ein Händler. Der Händler war eigentlich oben links. Ja. Der ist aber noch nicht da gewesen. Weil man den davor noch treffen muss? Ich glaube schon.
Ich weiß schon, wie man. Spring hier links. Ja, oder da. Was ist hier in diesem super stark? Die kenne ich gar nicht. Die werfen so mit, pass auf in der Luft vielleicht. Mhm. Oh Gott. Wenn du jetzt reingehst, hast du nur noch zwei. Oh, hier kann auch. Oh Gott. Dann hast du ja nur noch zwei. Hast du gar keinen Pot mehr für den Boss oder wie? Ja. Ist er schwer? Keine Ahnung. Ich hab den leicht in Erinnerung, aber. Meine auch. Ich hab noch halbe HP. Ich glaube nicht, dass ich den Job dazu machen. Muss jetzt nicht. Vielleicht den nächsten Run mit voller AP und zwei Estus. Außer du schaffst ihn jetzt. Ich meine, der war super leicht. Ah ne, du hast ja kein 100% Schild, das ist ja nur so. Nicht so scheiße. Ja, der ist easy. Also mit einer Estus? Versucht am besten. Ich glaube, den Keulentyp ist, glaube ich, der einfachere. Ja. Ne? Und dann benutzt du einfach immer dieses, was ich jetzt gerade benutzt habe. Diese Säule. Dann schaffst du den auch. Okay. Wechselt der nicht? Wie? Vom Keulen zum Schwert? Nur wenn du hinter ihm stehst und er sich dreht. Echt? Wenn du diesen Dings machst. Aber wenn du hinter. Ich glaube. Ich weiß nicht, wie du den Trigger. Nicht, dass ich den. Das ist quasi so. Wo komme ich denn da hin? Ich glaube, du musst oben. Echt? Hier? Rechts kannst du auch schon, glaube ich. Kann man da durch? Ich weiß nicht. Wenn du da. Ich glaube, wenn das einmal frei ist, kannst du da durch. Bitte!
Wie? Ich meine, da gibt's auch kein Bonfire vorher. Nee, macht ja auch nicht Sinn. Das ist ja direkt da quasi. Ja, hast du gesehen, wie lange das gedauert hat? Ja. Das ist so. Das bin ich gar nicht gewohnt. So, wo lang? Rechts? Jetzt rechts. Hier einfach links. Links, links, links. Links, hoch. Ach, du hast gar keine Flamme. Boah, dann bist du gefickt. Wieso? Weil die dich doch angreifen. Du musst ja vorbei. Aber ich kann nicht vorbei laufen. Rechts, okay. Was ist das Problem? Ja, ist okay, wenn du so gut bist. Sorry. Da kann ich an deinen Skill zweifeln. Hier durch oder was? Einmal hoch. Ach du Scheiße, Mann. Das ist ja voll der lange Weg. Kann doch nicht sein. Hä? Kannst vielleicht auch rechts irgendwo runter, aber ich hab keine Ahnung. Oh Mann, ey. Schau es mir an. Also hier macht es ja keinen Sinn. Ach du Sch... Also da, was hättest du da die Brücke runterschmeißen können? Hm? Da hättest du die Brücke runterschmeißen können, als du da warst. Ja. Fuck. Kannst du? Ich kenne den Weg nicht. Ja, okay. Cool. Oder du musst mir früh genug... Noch einen hoch, ne? Ja. Und dann rechts. Dahinter links. Okay. Jetzt rechts. An dem vorbei. Sehr schön. Oh. Du kennst den Weg? Ja. Ich kenne den Weg, heißt ja nicht, dass ich da lebend ankomme. Du bist einmal lebend da angekommen. Gerade. Zeugt schon von Skill. Ja. Nein, das ist, ich will mich nicht brüsten. Das ist jahrelange Erfahrung. Ach so. Wenn du diesen Bereich schon 2000 Mal gespielt hast, so wie ich. Du hast ihn quasi mitentwickelt. Ja. Einer der wenigen, die das originale Dark Souls 2 noch gespielt haben. Ja. Nicht so wie wir, die ich weiß jetzt gar nicht, wie ich New School Dark Souls 2 Spieler. Da oben sind die zwei. Mhm. Ja, deswegen. Geh doch runter. Also, oh, oder du tötest ihn. Ja, ja, genau so. Da kommt einer von unten. Jetzt muss ich nur wissen, wie Knopf ich drücken muss. Du hast bis jetzt alle Bosse erledigt. Stimmt doch gar nicht. Ah ne, den Riesen habe ich erledigt. Ja, ja, okay. Was war das noch? Den ich habe den einen mit einem... mit Skill. Ja. Einfach direkt. Ich habe ihn nur angeguckt. Hast du ja gesehen. Ja, ja.
Ich habe eine Rolle gemacht. Ach so, eigentlich musst du den ja besiegen. Dann haben wir jeweils 2-2. Das ist egal. Ja, zum Zeit ist hier wieder... Ja. Was sagen die Leute? Nee, die sagen nichts. Wollte ich gerade sagen. Negative Kommentare werden gelöscht. Ist doch so. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ach ja, genau. Ich habe so eine krasse Rolle hingelegt. Der Typ ist einfach runtergesprungen. So wie der Typ bei Dark Souls 3. Ja. Ich hätte es gesehen und dann war... Nee, du brauchst auf den. Lieber nicht, Alter. Kann er noch mit Pfeilen machen? Nee. Du stehst einfach dahinter und schießt ihn mit Bolzen ab. Nicht, dass ich das so gemacht habe, aber... besser. Oh lol. Ach du Scheiße, ist ja noch eine Zeit oder was? Ja.
Könnte auch hier jemand beschwören, ne? Okay. Sogar zwei. Scheiße. Der ist direkt beim Shortcut. Da hast du auch mehr Leben. Wo? Bei der Brücke, die du runtergesetzt hast. Der Shortcut. Okay. Irgendwo auf dem Weg, auf diesen Stegen, weil das habe ich noch in Erinnerung. Muss man den nicht freischalten oder so? Einen, ja. Den anderen, der ist immer da, glaube ich. Einer reicht da wohl, glaube ich. Hier ist der irgendwo. Musst du eigentlich jetzt schon einsetzen. Wo? Hier? Hier irgendwo auf dem Steg. So. Die Lebenssteine kannst du reintun, wenn du willst. Oh ja. Macht natürlich Sinn. L1. Wer weiß, wie oft wir den noch menschlich sehen. Da! Da! Ach, okay. Ja, da muss ich mich lieber durchboxen. Ja. Bradley. Bradley? Jetzt lauf. Obwohl, nee, warten. Er kann runterfallen und dann GG. Oh, er schießt. Er kloppt den eh. Also, du musst ein bisschen helfen. So, jetzt weiter. Komm, Bradley. Bradley von der alten Garde. Ganz, wolltest du noch nach hinten? Ja, aber was soll ich machen, wenn er runterfällt? Ja, nicht um Kurven gehen, meine ich. Also nicht so schnell um Kurven gehen, sonst
versucht er auch und dann versucht er auch cool zu sein. Ja. Ach du Scheiße. So, Bradley ist ein starker Mann. Guck. Ach du Scheiße. Bradley verliert gar kein Leben. Bradley ist ein krasser Ficker. Oh, der hielt sich sogar noch krasser. Und Bradley. Bradley! Mach doch was! Gar kein Leben, der schafft den alleine. Oh, stimmt. Ich glaube, ich habe nur zugeschaut. Einfach als Joke. Der schafft den alleine. Ich erinnere mich. Ja, dann. Bradley. Bradley! Ich glaube, der guckt mir zu als Joke. Guck, er verliert gar kein Leben. Das sollte es aber machen. Gut Job, Bradley. Lass uns den Duftzweig dann gleich noch holen. Oder haben wir zwei? Wir können keins von beiden tragen, aber. Wir haben zwei dann schon. Wir haben es besser als brauchen, ist okay. Genau. Und dann so schnell wie es geht, Stärke auf 50. Den Moment fand ich eigentlich ganz schön. Ich habe für den Typen, glaube ich, auch voll lange gebraucht. Du hast ja auch ohne Bradley gespielt. Ja, auch. Mit Bradley ist es ja echt ein Witz. Ich habe auch voll spät erst gecheckt, wie das geht mit dem. Erst auf der Spinne. Weil ich die nicht geschafft habe. Spinne? Und dann hast du noch Geiz gesucht, oder wie? Ja, ja. Ja, perfekt. Part ist zu Ende. Genau halb bis jetzt. Beziehungsweise noch 3 Minuten. Jetzt halb. Jo, dann cutte ich hier. Mhm.